Dafür, dass wir uns da heraufgewühlt haben. Ja, zumindest mit einer schönen Aussicht auf Unterbergern und Kremsstein belohnt. Ja, schon am Hinweg zu Ort hat man einen wunderschönen Blick nach Dürnstein und auf die Ruine Dürnstein. Schau, wir haben den Blick in die Alpen. Wir sehen Reisalpe, Schwarzkogel und Hochstaff. Ja, unter eindrucksvollen Löswänden dürfen wir da auf Mautern zuspazieren. Hallo und Grüße aus Oberbergern bei der Kapelle. Ich bin Flatterbeier und heute geht's auf die 13. Etappe vom Welterbesteig Wachau und da nehme ich euch einfach mit. Diesmal fällt mir gar kein guter Grund ein, warum ich euch einfach mitnehme. Weil es fahren nämlich da keine Autos, wir stehen da irgendwo im Nirgendwo. Aber wenn man noch weiter stehen, muss ich irgendwann einmal trotzdem was machen. Sonst wird da kein Video draus. Wir haben heute einen sehr freundlichen Busfahrer gehabt, der außerplanmäßig für uns direkt bei der Kapelle stehen geblieben ist. Normalerweise würde der Bus nämlich bis zur Schule fahren. Diese Haltestelle hier, die gibt es gar nicht. Ja, und damit sind wir genau beim Etappenstart ausgespuckt worden vom Bus. Der Busfahrer ist aber so ziemlich das einzige Freundliche, weil das Wetter ist ja unfreundlich. Hat den ganzen Tag geregnet. Jetzt machen wir da eine Nachmittagsetappe drauf und hoffen wir mal das Beste, dass uns da nicht wieder mit einem Regenschauer ordentlich abwaschelt. Na, Rossatzgangs da. Zuweg Welterbesteig. Scharfe Mähen lautlos. Und auf dem Berg da gegenüber, ganz wunderschön, ist das Schiff gerade wegzusehen. Da kommen wir heute noch hin. Rossatzkirchenplatz in 3 Stunden, Mautern-Rathausplatz in 5 Stunden. Das heißt, die Etappe von Oberbergern nach Rossatz in die andere Richtung, da kommt man so oben. Dunkelsteinerwald, runde Welterbesteig, da geht es immer noch in die andere Richtung zum Welterbesteig. Ist lustig, gell? Wir sind zwar jetzt vom Asphalt herunter, es gibt aber zum ersten Mal richtig Anlass zur Klage aufgrund der fehlenden Markierung. Es wäre den Schildern nicht zu entnehmen, dass wir da auf diesen Feldweg abzweigen hätten müssen. Und das haben wir jetzt mühsam rekonstruiert aus Kartenmaterial. Welterbesteig, Welterbesteig, plötzlich sehen wir ihn, he? Ferdinands Warte, na gut, dann bitteschön, in diese Richtung. He? Ja, normalerweise ist Misstrauen angebracht, wenn man zu einer Aussichtswarte nach unten geführt wird, aber in dem Fall hat das seine Berechtigung. Die Aussicht ist nämlich auf das Loch tiefer gelegene Donautal und damit auf Stein und Krems. Kreuzung Ferdinandswarte, Welterbesteig geht dann da weiter. Das ist ein reiner Stichweg in 5 Minuten Zuweg zur Ferdinandswarte. Na, die 5 Minuten haben wir, oder? Ja, schon am Hinweg zu Ort hat man einen wunderschönen Blick nach Dürnstein und auf die Ruine Dürnstein. Ein schönes Rastbankerl und tatsächlich ist es auch hier noch einmal so, dass der Weg zur Warte bergab verläuft. Ferdinand Warte, 370 Meter vom österreichischen Touristenclub erbaut. Nebel taucht da auf. Wir sehen auf das Ziel unserer heutigen Etappe, nämlich Mautern. Die Ferdinandswarte hat auch ein Wartenbuch. Tja, 2020, brandneu. Na gut. Aber jetzt habt ihr wirklich alles gesehen, was von der Ferdinandswarte auszusehen gibt.
Das sind wirklich nur 5 Minuten, die sich lohnen. Weiter geht's nach Unterbergern. Im Abstieg nach Unterbergern nicht verwirren lassen an dieser Stelle. Es geht nicht da hinauf, aber wenn da jetzt eventuell diese eine Markierung das nahe liegen würde, sondern man schaut einfach ein Stückchen weiter und schaut dazu auf den Felsen die Bestätigung auf, dass wir da über den Asphaltweg nach Unterbergern hinunter müssen. So, das erste Zwischenziel unserer Etappe ist erreicht, nämlich Unterbergern. Ferdinandswarte, Oberbergernkapelle in einer Stunde, das haben wir jetzt absolviert. Ne? Und da geht's weiter, schau am Ort am Rathausplatz, 4,5 Stunden steht da jetzt. Also da oben ist nur die Dunkelsteiner Waldrunde angeschrieben nach Oberbergern, aber da unten ist der Welterbesteig. Welterbesteig. Oberbergernkapelle in 10 Minuten, da kommen wir ja her und haben bis jetzt über eine Stunde gebraucht. He? Dafür, dass wir uns da heraufgewühlt haben. Ja, zumindest mit einer schönen Aussicht auf Unterbergern und Kremsstein. Was macht man mit einem Boot am Berg? Man pflanzt Blumen drinnen. Am Gieritzer in 376 Meter gibt es eine schöne Aussicht über Weinreben auf das Stift Göttweg, dem wir jetzt zusehends näher gekommen sind. Sieht man am Braunsdorfer die Warte und der Welterbesteig führt uns nach rechts. Bitte langsam fahren, ja? Kinder. Tja, ich sehe weit und breit keine Kinder. Dafür sehe ich da einen Acker, auf dem offensichtlich Steine angebaut werden. Schon. Rotes Kreuz, 382 Meter. Für mich ist das Kreuz, oder? Ah. Wir finden uns leider wieder mal auf Asphalt. Die Aussicht entschädigt, aber meine Füße sehen nur, was wir ins Hühneraugen hätten. Unglaublich, aber es gibt keine einzige Stelle, wo ihr heute die Kamera auf eine Vorbeigeszene hinstellen könnt. Das wird ein ganz anderes Video als sonst. Ja, so menschenleer muss es ja gar nicht sein. Wir kennen immer noch unsere bekannten Visagen auch, während wir da durch die Gegend trotteln. Aber vermutlich wird das den Publikumszuspruch nicht erhalten. Ja? Ich glaube, ja. Schau, was da für wunderbar weiße Birken sind. Ja, wie frisch gestrichen, oder? Das ist ja unnatürlich schon fast. Das ist auch ein schöner Platz, gell? Die Linde zur Baumgarten in 332 Meter Seehöhe. Ja. Stift Göttweg in 1,5 Stunden. 1,5 Stunden bist du da oben, glaubst du das? Ja, mit unserer Pause vielleicht, hä? Ja, nachdem die Markierung vorhin längere Zeit geschwächelt hat, gibt es jetzt wieder sehr mitteilsam. Und die Abzweigung da darf man nicht verpassen, indem man auf der Straße vor sich hin trottet. Sonst kommt man nämlich mit einem großen Umweg nach Steinerweg. Da haschen wir jetzt einen Blick auf die letzte Etappe da drüben. Stein ist zum Sehen und ist zum Sehen
Krems ist zu sehen. Wenn man ganz genau schaut, dann hat man oben die Peristenkirche und daneben die Gotzerburg, wo wir losgegangen sind. Welterbesteig Wachau. Na schau. Immer wenn man glaubt, dass man da einen Straßenharscher vor sich hat, gell, finden sie eine Alternative. Nach steiler Weg hinunter ist ganz ordentlich steil geworden. Muss man direkt aufpassen, dass der Gebrauch der Stöcke gerechtfertigt. Das ist ein steiniger Weg. Das ist nicht umsonst so. Ja, ein steiner Weg geht jetzt ganz kurz einmal mit dem Stift im Rücken ein kleines Stück weg. Und dann werden wir durch den Wald aufsteigen. Ja, angesichts der Niederschläge rauscht es da ganz schön. Hm? Die Flatnitz ist das da. Ja, zur Schiffbarkeit fehlt noch ein kleines Stück, aber es fällt unter bemüht, oder? Wiederum endlich einmal Wegweiser mit Zeitangaben. Stift Göttweg eine Stunde, nein, das glaube ich wieder nicht. Steiner Weg Kapelle 227 Seehöhe, da sind nicht einmal mehr Einheiten, das hat zum Meter hat es nicht mehr gereicht. Ja. Na gut, da oben ist, ja? Jetzt suchen wir uns einmal ein Bankerl, oder? Ja. Da drüben war ein Bankerl, bist du hier? Ja. Gut, dann nehmen wir die. Ja, ich will ja jetzt nicht undankbar sein, lieber Verschönerungsverein Furtgöttweg, aber ihr könnt jetzt einmal damit anfangen, das Bankerl zu verschönern. Es ist hoffentlich heute so unseren Hintern noch stand. He? Test einmal bitte. He? Wird auch das Bankerl verschönern. Ja, okay, verschönern einmal das Bankerl. So. Ja, hervorragend. Ah, das reißende Gewässer wird jetzt gequert, schon. Ja, eine Stunde haben sie uns da gesagt, geht es jetzt hinauf in Richtung Stift Göttweg. Und ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Jetzt ist es genau 2:20 sind wir unterwegs, mit allen Pausen, mit allen Filmen seit Etappenstart. Und ich glaube nicht, dass wir da 3:20 oben stehen haben werden auf der Uhr. Wir lassen jetzt die Flatten jetzt hinter uns und beginnen unseren Aufstieg auf dem Göttweiger in einer Gegend, die aufgrund von den Schutthalten, die es da gibt und auch der alpinen Steilheit wirklich gebirgig anmutet. Klein Wien, steiner Weg, wo wir herkommen. Ja. Stift Göttweg, wo wir hinkommen. Welterbesteig, schau. Ja. Das sind schon alle, die sich im Kartenstudium vielleicht gedacht haben, dieser Schlenker zum Stift Göttweg, das ist ein sinnloser Umweg. Nein, da ist es nämlich weder landschaftlich noch kulturell und historisch oder von der Architektur her. Da heraufzugehen, ist es echt wert. Lasst euch da von dem vorgelegten Gehtempo meiner Mama nicht täuschen. Dieser Abschnitt ist wirklich steil. Da geht es ordentlich bergauf. Wird sicher
30% und mehr. Und wir nähern uns mit Riesenschritten dem Gipfel. Da steht nicht ganz umsonst kein Rad. Nicht deswegen, wenn man da prinzipiell keine Radfahrer haben möchte, sondern es gibt Shared Trails. Und da zum Beispiel keine Stiefel. Also da hat das Trailwerk Wachau schöne Trails fürs Mountainbikefahren angelegt. In einzelnen Abschnitten sind sie shared, wie zum Beispiel hier, wo das einigermaßen breit genug ist, dass man ohne allzu viel Gefahr halt gemeinsam unterwegs sein kann. Da kommen die nämlich runter und haben gute Einsicht. Und da ist der Wanderweg. Also alles wunderbar. Stift, Gott sei Dank. Mein letztes Schimpf ist das jetzt. Ja. Stift Göttberg West, 416 Meter Seehöhe. Und auf meiner Uhr 34 Minuten seit dem Schild mit allen Vorbeigehszenen und sonst Dingen. Das ist eine gewaltige Leistung. Ich bin normalerweise nicht so, dass ich das von den Leuten einfordere. Aber das hat sich einen fetten Daumen nach oben verdient. Schau, wir haben den Blick in die Alpen. Ja. Wir sehen Reisalpe, Schwarzkogel und Hochstaff. Furtkirchenplatz in 30 Minuten, Mautern-Rathausplatz in 1,5 Stunden. Das ist so, wie es für uns weitergeht. Aber jetzt haben wir uns einmal zumindest eine Verschnaufpause und ein bisschen eine Fotopause verdient. Hm? Ja. Ja, der weitläufige Dunkelsteinerwald liegt vor uns. Und das weitläufige Stift liegt hinter uns. Das könnte man besichtigen. Allerdings natürlich nicht heute und nicht um diese Tageszeit mehr. Kann ich aber jedermann empfehlen, es ist wunderschön. Sollte man definitiv einmal gesehen haben, wenn man also zum ersten Mal in der Gegend ist. Das Stift Göttberg ebenso wie das Stift Melk lohnt sich anzuschauen. Wanderweg Kremstal, Donau, Furtkirchenplatz 30 Minuten, Mautern-Rathausplatz 1,5 Stunden. Welterbesteig Wachau, Stift Göttberg Ost, 406 Meter Seehöhe. Schau, da haben sie sich wieder einen Meter geleistet. Wir hören leider ziemlich gut die Straße. Das ist eigentlich das Einzige, was mir da ein bisschen missstimmt. Sonst ist die Gegend sehr schön. Aber drüben war es schön, aber drüben hat man nichts gehört. Ja? Genau. Alpiner Abschnitt, schön. Ja. Ja, also es ist jetzt nicht eben gerade alpin, aber nichtsdestotrotz muss man aufpassen. Es ist wirklich so, das Gestein kann rutschig sein. Blätter liegen drüber, gerade um die Jahreszeit. Wurzeln gibt es auch. Licht ist schon einigermaßen trüb inzwischen. Es beginnt schon langsam aber sicher zu dämmern. Und damit ist etwas mehr Vorsicht ja gar nicht so schlecht. Aha, da kommen wir uns drüber. Da geht es ganz schön hinunter. Sie haben es aber überall wirklich sehr, sehr gut gekennzeichnet. Also eins muss man ihnen da wirklich lassen. Sie haben echt alles versucht, um die Koexistenz von Mountainbikern und Wanderern so angenehm und friktionsfrei wie möglich zu machen. Ja, Vorsicht, dass man sich da nicht stolpert. Ja, das war ja auch ein. Mhm. Könnte man glatt übersehen, ha? Ja.
Welterbesteig. Na bitte. Die Stift, wo wir jetzt eben gerade nach oben gewesen sind, grüßt schon wieder herunter. So schnell kann es gehen. Ah, ein schöner Turm. Und ein schönes Gässchen. Furt ist eigentlich auch ein ganz hübscher Ort, gell? Da müssen wir nicht unbedingt fort. Die Pfarrkirche Heiliger Wolfgang ist ein ganz schöner Hasche, ne? Furt Pfarrkirche, schau, 214 Meter, Mautern Rathausplatz, eine Stunde wird da angeschrieben. Ja. Na gut. So, im Kellergraben angelangt, nach rechts. Wir haben da diesmal nicht durchgekannt, deswegen haben wir auf der anderen Seite beim Kindergarten vorbei müssen. Und ich habe mich jetzt zu diesem Schild dahin orientiert, das hat mich interessiert. Winzling Weber. Na, dafür ist er eigentlich ein ziemlich großes Haus. He? Ja, ziemlich finster ist im Hohlweg Zellergraben. Einem Naturdenkmal. Ein richtig tief eingeschnittener Hohlweg da. Ja, unter eindrucksvollen Löswänden dürfen wir da auf Mautern zuspazieren. Ja. Sonnenuntergang ist abgesagt. Die Sonne geht halt nicht unter. Zellerkreuz in 258 Seehöhe. Welterbesteig. Ja, da oben geht's mit uns in Richtung Mautern. Wir streben unaufhaltsam auf Mautern zu. Markierungen befinden sich jetzt inzwischen wieder am Asphalt von diesem Güterweg da. In der Metropole Mautern, Stein, Krems brauchst du jetzt einfach nichts mehr fürchten. Da hast du eine Straßenbeleuchtung und asphaltierte Wege. Da auf dem Pflock. Ja. Aha. Gut, also weiter. Geradeaus. Welterbesteig, na bitte. Endlich wieder einmal einer. Ja, eh da. Welterbesteig. Ja. Da. Entlang der Straße. Na, das ist aber gemein. Dem gut beleuchteten Kreisverkehr hinter mir, der ist sicher bei Sonnenlicht auch sehr gut beleuchtet, gehört man jetzt gerade drüber in Richtung Krems weiter, da ist nicht mehr sehr viel, wo man fehlgehen kann. So, Mautern Rathausplatz ist erreicht, die Seehöhe hat wieder Meter, wir sind glücklich. Das war es jetzt von mir, von der 13. Etappe des Welterbesteigs Wachau. Ich bin Flatterbär und weiter geht's für euch hoffentlich auf der 14. Etappe und falls nicht, dann vielleicht sieht man sie ja mehr auf einer anderen Tour. Ja, für alle von den Mühen des Abstiegs ermatteten ist der Dankerl. Und so schön ist es schon nicht so schön. Ja, das ist fast schon philosophisch formuliert. Das müsst ihr unseren Zuschauern jetzt nicht auf die Nase binden, dass wir das außerhalb der Reihen dran. Mit dir stellen und einbrechen gehen wir echt auch nicht. Du darfst dich verplappern bei der Polizei. Das haben du, weißt das. Aha. Die letzte Etappe, die kann man als Stadtspaziergang sehen. Gehsteig gesperrt, andere Seite benutzen. Durchaus eindrucksvoll und auch von innen ist das ganz toll gestaltet.